Ja, freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Kochen für Arbeitslose heute wieder. Ich habe mir heute ausgedacht, Kartoffelpfanne mit der Kunst. Ich habe ja letztens ein bisschen Wissenschaft gelesen und da ging es ja um Teilchenbeschleuniger. Und da habe ich mir gedacht, auch mit einer Kartoffel kann man einiges erreichen. Man sieht hier an der Schwingung, die Kartoffel hat nicht die Möglichkeit, jetzt anzubrennen durch die Teilchenbeschleunigung, die von dem Koch selber verursacht wird. Hallo, du bist auch leiser, meine Nachbarn. Guck mal, vor Uhr, da ist 8 Uhr. Ja, ja, ist klar, wir brauchen. Ich habe aufgrund dessen, weil ich ein bisschen knapp bei Kasse bin, meinen Balkon untervermietet. Heute habe ich eine Folklore-Gruppe, die ein bisschen, muss ich mal sagen. Hallo! Hallo! Ein bisschen lautstark sind, aber egal. So, hier habe ich jetzt mir ausgedacht. Ich nehme ein Schlückchen Wasser und werde dann erstmal die Jahressuppe mit meiner Buchstabensuppe konkurrieren. Dann nimmt man, sagen wir mal, 2, 3 Wörter und dazu nehme ich konkurrenzmäßig Löwensenf statt Ehrensenf. Also der Kartoffelkern, der ist von sich aus, also von Natur aus ja sehr konstant. Und durch die Schwingung, die ich durch die Bewegung gleich erreiche, lösen sich die Atome. Die Atome der Kartoffel, Physiker werden das kennen, und wie soll ich das erklären? Einfach gesagt, die sind irritiert. Die Atome, die Kartoffelatome sind so irritiert, versuchen sich neu zu finden und dadurch entsteht ein ganz neuer Geschmack. Jetzt kann ich mal weiter. Ich bin hier. Mit der Madame. Ja, hallo, wir schauen uns jetzt mal. Hallo, hier. Ist das überhaupt da? Komm doch mit. So, jetzt wieder die Technik des Teilchenbeschleunigers. Man muss wirklich mit einer regelmäßigen Schwingung die Kartoffel in Bewegung halten, damit die nicht einseitig anfängt anzubrennen. Mann, was machen die für Krach? Sind die bescheuert hier oder was? Hallo! Macht ihr mir die Blumen da kaputt oder was? Hey! Ja, aber von den Blumen war nicht die Rede. Nimm mal die Ellbogen auf meine Blumen hier. Dann bleibst du mit dem Geschirr da noch hängen. Das kann ja wohl die Wahr sein hier. Ja, ich sehe, wir haben 40 Euro bezahlt und wollen jetzt hier kämpfen. Jetzt soll ja keiner denken, dass Ulubowski nicht auch für Kultur etwas tun würde. Er gibt sich wirklich Mühe, dass auch die ganze Menschheit von diesem Projekt hat. Lass mich doch wieder im Kindergarten. Ja. Da haben wir wirklich die Feierabend hier. Aus dem Jahr selber. Ich habe mal kommt schnell. Was? Ja, die kleine Räume runter von mir. Komm, also dann hat er mich von Chlore her, wo wir sind, sie gar nicht versucht. Das haben wir auch nicht gesagt. Na, ist einer von euch bei mir eine Brühe gelatscht? Nein! Ich kann ja wohl die Wahl. Für 40 Euro nur den ganzen Balkon kaputt treten hier. Ich bin ein bisschen leiser, wenn es geht. Ja? Erzähl vorher. Ja, ja. Ich bin ein bisschen leiser. Ja, ja.
Ja, wie soll ich sagen? Manche sind einfach unbelehrbar, ne? Also ich habe den wirklich eine... Komm schon hier. Hab der Folklore-Gruppe wirklich ein Top-Angebot gemacht. Ich habe gesagt, hier, ihr habt einen kleinen Proberaum, da könnt ihr wirklich eure Folklore-Tänze... Und ich habe einen Pony... durchziehen. Und auch ne, für 40 Euro kann ja eigentlich keiner meckern. Ja, wollen wir mal gucken, wie das schmeckt hier. Die Ehrensenf-Jahres-Suppenkartoffel. Scheint noch nicht ganz gar zu sein. Lecker.